Man könnte im ersten Moment denken, er kommt jetzt aus Luxemburg, weil er wird uns auch über den Gerichtshof der Europäischen Union erzählen. Der sitzt in Luxemburg. In der Tat werde ich das auch tun. Das ist aber nicht der Grund, warum ich eingeladen worden bin. Ich gehe jedenfalls mal von aus. Meine erste Begegnung, meine erste intensive Begegnung mit dem Medienrecht knüpft an Ihre Vorstellung heute Morgen oder vorhin. Ich bin noch im Modus heute Morgen. Zweite Veranstaltung heute. Heute Morgen musste ich schon mal sprechen. Das allererste Mal, dass ich mich vertieft mit dem Medienrecht auseinandersetzen konnte als wissenschaftlicher Mitarbeiter, war im Jahr 2000. Und zwar in der Tat, wenn man so möchte, in der Geburtsstunde der Diskussion um die Menschenwürde, jedenfalls der vertieften Diskussion im Zusammenhang mit den Medien, als das Format Big Brother auf den Markt kam. Es war eine ganz unsichere Zeit. Sowohl der Anbieter, der vorhatte, das zu zeigen, RTL 2, bevor es ins Mutterprogramm aufrückte, jedenfalls eine Zeit lang, als auch die Aufsicht, waren sich bewusst, da kommt ein neues Format, das war im Ausland schon gelaufen und das geht tatsächlich an eine gewisse Grenze, was wir bisher noch nicht gehabt haben. Wie reagieren wir darauf? Können wir das zeigen? Wenn wir es zeigen würden und es würde sich hinterher herausstellen, es ist eine Menschenwürdeverletzung, sind wir möglicherweise in irgendeiner Art und Weise einer Sanktion ausgesetzt. Und in dieses kalte Wasser wurden auch die Wissenschaftler geworfen, die das, was Ino von Augsberg jetzt schon erklärt hat, tagesaktuell auf ein neues Format anwenden mussten und sich fragen mussten, hilft das, was wir bisher gelernt haben, bei der Anwendung auf den Medienkontext? Und seither hat mich das Thema auch nicht mehr ganz losgelassen, später im Zusammenhang mit Jugendschutz und letztendlich sind wir hier bei einer Veranstaltung der FSF und FSM, die im Tagesgeschäft, und jetzt bitte entschuldigen, ist nicht despektierlich gemeint, normalen Jugendschutz macht. Und sozusagen, wenn man will, als die Krönung dessen die Frage, wo geht Jugendschutz auch in Menschenwürdeschutz über? Dazu will ich wie folgt vorgehen. Ich werde kurz erklären, und ich glaube, es ist nötig, dass wir uns das nochmal anschauen, dass über die Verankerung, die unerschütterlich ist, in Artikel 1 des Grundgesetzes hinaus eben die Menschenwürde in zahlreichen medienrechtlich relevanten Texten Eingang gefunden hat, an prominenter Stelle. Übrigens nicht nur national, sondern auch im europäischen Kontext. Das heißt, ich werde die kurz aufzählen, ganz kurz nennen, warum das für uns relevant ist. Werde im zweiten Teil in der Begriffsklärung verweisen können weitgehend auf das, was wir gehört haben. Aber ich will noch mal ganz kurz sagen, inwiefern sich das im Medienkontext in spezieller Weise realisiert. Und dann gehen wir auf verschiedene Konstellationen ein. Das indiziert schon, dass, wenn ich sage, verschiedene Menschenwürde-Konstellationen, es gibt natürlich nur eine Menschenwürde. Man hätte auch sagen können, Fallbeispiele. Sie haben gesagt, das ein oder andere Urteil, was es dazu gibt, werde ich sicherlich erwähnen. Aber wir versuchen ja, über das Tagesgeschäft hinaus gewisse Ableitungen machen zu können. Also gibt es bestimmte Konstellationen, bei der überhaupt die Frage einer Menschenwürdeverletzung relevant wird? Und wenn ja, wie können wir damit im Geschäft der Medienaufsicht, der Medienkontrolle und auch des Medienangebots umgehen? Und das ist dann der Teil 5, die Konsequenzen daraus. Also nachdem ich das dargestellt habe, will ich zumindest den Versuch machen zu sagen, was heißt das für uns? Wie können wir mit dieser Besonderheit umgehen? Ganz kurz, und ich werde Sie nicht alle zitieren, sehen Sie mir das nach, es sind zu viele. Es gibt zu viele Verankerungen des Menschenwürdeschutzes über die berühmte Formulierung, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu schützen und zu achten ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das sollte jeder können und bei sich an der Brust tragen, der in Deutschland unterwegs ist. Man soll das Grundgesetz immer an der Brust tragen oder mindestens Artikel 1. Diese ganzen Vorschriften brauchen Sie nicht zu kennen im Detail, aber ich will sie, wie gesagt, einmal herausstreichen. Das erste ist, wir haben bisher hauptsächlich von fernsehbezogenen Ereignissen gehört, aber wir dürfen nicht vergessen, wir reden hier über Menschenwürdeschutz in Rundfunk und Telemedien oder, wenn Sie vielleicht im nicht-technischen Sinne sprechen wollen, von Internetangeboten. Und in der Tat, es gibt im einfach gesetzlichen Medienrecht, im sogenannten Rundfunkstaatsvertrag, gleich in § 3 allgemeine Grundsätze, Programmgrundsätze, die im Prinzip niederlegen, was Rundfunkveranstalter, sowohl öffentlich-rechtlich als auch privat und aber auch Telemedienanbieter in Deutschland in ihrem Programm beachten sollen. Und da steht, dass sie in ihren Angeboten die Würde des Menschen, und jetzt ist interessant, nicht nur zu achten, sondern auch zu schützen haben. Ob diese Vorschrift überhaupt nötig wäre im Blick auf das, was wir gehört haben, ob sich diese Verpflichtung nicht ohnehin aus Artikel 1 und möglicherweise sogar auch für private Anbieter ergibt, ist eine Frage, die will ich jetzt nicht vertiefen, aber zumindest ist das als Programmsatz, mindestens als Programmsatz, gleich in § 3 des Rundfunkstaatsvertrags niedergehalten. Wiederholt wird das Ganze lustigerweise in § 41, jetzt aber nur für den kommerziellen, besser bekannt als den privaten Rundfunk.
Also das bedeutet, es gibt einmal die allgemeine Verpflichtung in § 3, aber dann gibt es die nochmal besonders hervorgehoben in § 41. Die Rundfunkprogramme haben die Würde des Menschen und so weiter zu achten. Da fehlt es aber am Wort schützen. Das ist die Grundlage, aber der § 3 geht natürlich vor, weil er für alle gilt. Insofern ist das im Grunde genommen unnötig. Außer für lokalen und regionalen Rundfunk. Und dann gibt es den JMStV, im Tagesgeschäft bekannt als den Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Aber Achtung, er heißt in Wirklichkeit Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien. Also zunächst einmal geht es um Menschenwürdeschutz. Und dementsprechend steht auch in § 1 in der Frage des Zwecks des Staatsvertrags, dass es tatsächlich darum geht, mit diesem Staatsvertrag Schutz vor Angeboten zu geben, die Menschenwürde oder andere geschützte Rechtsgüter verletzen können. Das ist eine sehr weitgehende, klare Festlegung darauf, Menschenwürdeverletzungen in Rundfunk und Telemedien wollen wir nicht tolerieren. Konkret wird es dann in § 4 des Jugendmedienschutzstaatsvertrags behandelt sogenannte unzulässige Angebote, was man also nicht zeigen darf. Und unter anderem darf man beispielsweise grausame Gewalttätigkeiten gegen Menschen nicht zeigen, wenn sie diese Gewalttätigkeiten in einer Art schildern, die im Ergebnis, ich vereinfache den Text, im Ergebnis die Menschenwürde verletzen. Dies gilt auch bei virtuellen Darstellungen. Das ist interessant, also nicht nur, wenn tatsächlich jemand zu Schaden kommt bei der Gewaltanwendung, sondern auch, wenn ein Bild gezeichnet wird, wie jemand zu Schaden kommt. Und dann gibt es noch eine zweite Nummer, die Nummer 8. Angebote dürfen nicht in sonstiger Weise gegen die Menschenwürde verstoßen, insbesondere indem sie darstellen, dass jemand stirbt oder schweren körperlichen oder seelischen Leiden ausgesetzt ist. Das gilt auch, wenn ein tatsächliches Geschehen dargestellt wird, also nicht nur in einem Film, sondern eine Berichterstattung stattfindet und selbst wenn es dafür eine Einwilligung gibt. Also zum Beispiel, wenn jemand vielleicht sagen würde, ich will, dass jemand mit nachvollziehen kann, wie es war, als ich ein Medikament eingenommen habe, um einen Suizid zu vollführen und das funktioniert nicht ganz und dann dauert das 6, 7, 8, 10 Stunden. Selbst wenn es dafür eine Einwilligung gäbe, wäre das laut Jugendmedienschutzstaatsvertrag unbeachtlich und dürfte nicht gezeigt werden. Das ist die deutsche Rechtslage. Ja? Auf die Landesgesetze will ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen. Es gibt aber auch, und das darf man auch nicht vergessen, auf der Europäischen Union ist Ebene Rechtsgrundlagen, an die wir hier genauso gebunden sind, wie viele von Ihnen, die meisten, die Studenten werden das intensiv lernen, wissen, gibt es seit 2009 eine verbindliche, früher schon nicht verbindliche Charta der Grundrechte der Europäischen Union und auch die beginnt in der Präambel mit einem Text, der sagt im zweiten Absatz, dass Europa basiert auf der unteilbaren und universellen Werte und der erste Wert, der genannt ist, Würde des Menschen. Danach folgt der Titel 1, sozusagen das erste Kapitel der Grundrechtecharta, übertitelt mit Würde des Menschen. Der erste Artikel heißt Würde des Menschen. Das ist eine Kopie des deutschen Artikel 1. Dazu gibt es auch eine bestimmte Geschichte, das ist jetzt nicht relevant, aber es ist in der Tat abgeschrieben beim deutschen Grundgesetz. Würde des Menschen ist unantastbar. Das ganze Kapitel heißt, wie gesagt, Würde des Menschen und da stehen dann auch noch so Dinge wie Recht auf Leben, Recht auf Unversehrtheit, Verbot der Folter, also genau die Fallkonstellation, die wir gehört haben, aber auch Verbot erniedrigender Strafen oder erniedrigender Behandlungen. Und da kann man vielleicht auch Verbindung herstellen. Es gibt aber auch auf der EU-Ebene, das ist jetzt hier falsch eingerückt, hat keine Bedeutung, sogenanntes Sekundärrecht, was speziell für die Medien gilt und wir kommen langsam zum Ende, aber immerhin, das ist auch noch ein wichtiger Rechtstext zum Ende der Rechtsgrundlagen. Die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste, kurz AVMD-Richtlinie, sozusagen das Gegenstück zum deutschen Fernseh- und Telemedienrecht, ist auf EU-Ebene zumindest für sogenannte lineare und nonlineare Dienste diese Richtlinie. Und auch die besagt, dass von einem grundlegenden Prinzip, dass nämlich jeder Anbieter sich egal wo in Europa niederlassen kann und seine Bilder über ganz Europa ausstrahlen kann, von diesem Grundprinzip darf abgewichen werden im Falle einer Menschenwürdeverletzung. Das bedeutet zum Beispiel, die Bundesrepublik Deutschland hätte laut Richtlinie die Möglichkeit, wenn aus dem Ausland ein Bild einstrahlt nach Deutschland, was normalerweise überhaupt nicht beeinträchtigt werden darf, eine Maßnahme zu ergreifen, wenn dieses Bild die Menschenwürde verletzt. Praktisch
irrelevant. Wird passiert nicht, viel zu komplexes Verfahren, damit es passiert. Aber immerhin ist das ein Statement zu sagen, es gibt eine äußerste Grenze, bei der dieser freie Verkehr von Bildern quer durch Europa unterbrochen werden darf. Und das konkrete Beispiel ist in der Tat bei Schutz vor Menschenwürdeverletzungen. Interessanterweise gibt es dann sogar eine materielle Norm in Artikel 9, die sagt, wann die Menschenwürde auch nicht verletzt werden darf. Und das ist in der sogenannten kommerziellen Kommunikation, besser bekannt als Werbung. Also das Programm wird nicht behandelt, aber in der Werbung darf Menschenwürde nicht verletzt werden. Und darüber hinaus gibt es dann noch weitere Texte, etwa bezüglich des Internets, in Anführungszeichen die E-Commerce-Richtlinie. Auch die sagt genau dasselbe. Abgewichen werden darf von diesem Herkunftslandprinzip bei Verstößen gegen die Menschenwürde. Es gibt Empfehlungen, die, wie der Name schon sagt, lediglich Empfehlungen sind, aber durchaus mit einem bedeutenden politischen Gehalt. Empfehlungen der Europäischen Union an die Mitgliedstaaten, was sie tun sollen im Bereich des Jugendschutzes und dem Schutz der Menschenwürde. Zwei Stück von 1998 und 2006. Und letztendlich, wenn man die deutschen Regelungen liest, widerspiegeln die diese Ideen, die dort stehen. Zum Beispiel auch die Rolle von Selbstkontrolleinrichtungen in diesem Zusammenhang. Last but not least sind wir auch noch Mitglied in einer internationalen Organisation, Europarat. Und auch dort gibt es ein Übereinkommen, das Fernsehübereinkommen. Und auch das sagt, jetzt aber bezogen auf das ganze Programm, die Würde des Menschen ist in den Programmen zu beachten. Kurzum, wir haben in Deutschland eine Vorschrift, die alles andere überflüssig macht, nämlich Artikel 1 Absatz 1. Selbst wenn man ihn so interpretiert, dass er nur den Staat adressiert, also er darf die Würde der Menschen nicht verletzen, er muss sie eben auch schützen, wie Sie zu Recht gesagt haben. Und damit muss er für das Tagesgeschäft in allen Bereichen Regelungen schaffen, die es ermöglichen, dass der Menschenwürdeschutz im Tagesgeschäft auch greift. Eine lange Liste von Vorschriften. Sie können sich vorstellen, da die nicht alle wortgleich sind, kann sich da auch interpretatorisch bei Gerichten können sich Abweichungen ergeben. Das ist nicht unbedingt glücklich, aber es ist ein Preis, der bezahlt wird aufgrund der überragenden Bedeutung der Menschenwürde. Die Begriffsklärung nochmal, aber wirklich nur zur Erinnerung, der Ursprung der Interpretation dieses kurzen Satzes, da ist diese berühmte Objektformel, von der wir es vorhin gehört haben, also sprich, der Mensch darf nicht zum bloßen Objekt im Staat gemacht werden, beispielsweise indem man für den Rest seines Lebens wegsperren und er keine Chance mehr hat, aus dem Gefängnis herauszukommen, weil er dann nicht mehr eine Subjektqualität hat, sondern nur noch eine bloße Objektqualität. Jedoch, und auch darauf wurde bereits hingewiesen, ist das eng verbunden mit dem Bild eines Menschen, der selbstverantwortlich handelt. Also einerseits muss der Staat die Menschenwürde schützen, aber andererseits ist es Kern der Menschenwürde, dass wir selbstbestimmte Persönlichkeiten haben hinter diesem Menschenwürdebild. Das bedeutet, dass ich bis zu einem gewissen Grade selbst über mein Schicksal und über mein Verhalten verfügen kann. Die Fallgruppen, die wir gesehen haben, etwa kann ich das anwenden im Zusammenhang mit Folter und auch die Aufweichungsdiskussion, die in den letzten Jahren erfolgt ist, hat interessanterweise im Jahr 2000 nicht gegriffen. Als über Big Brother diskutiert wurde, war durch die Bank weg war man sich einig, wenn die Menschenwürde betroffen ist, sprich, wenn ein Eingriff in die Menschenwürde vorliegt, dann ist sie verletzt, dann gibt es keine Abwägung, dann gibt es kein anderes entgegenläufiges Rechtsgut, dann ist es ganz klar. Die einzige Frage ist sie denn durch ein Sendeformat wie Big Brother verletzt? Es wird Sie nicht überraschen, dass die meisten Begutachtungen zum Ergebnis gekommen sind. Nein, sonst hätten wir diese Sendung wohl nicht auf den deutschen Schirmen gesehen. Und es gab auch in der Tat kein Verfahren, was bis zum Gericht gegangen wäre, bei dem argumentiert worden wäre von der Aufsicht, das ist eine Menschenwürdeverletzung. Es gab aber wohl eine politische Diskussion, ob es nicht schon grenzwertig ist. Ein Element würde ich gerne an der Stelle noch nennen bei der Objektformel, und zwar: handhabbar ist das natürlich auch nicht wirklich. Darauf haben Sie hingewiesen. Ich darf nicht zum reinen Objekt degradiert werden. Okay. Um zu versuchen, sich dieser Geschichte anzunähern, ist darauf abgestellt worden, dass man zwei Aspekte berücksichtigen muss. Und das können wir vor allem für den Medienbereich auch nutzbar machen. Man kann sich fragen, wie intensiv ist denn die Verletzungshandlung oder die vermeintliche Verletzungshandlung, die gegen die Menschenwürde erfolgt und in welchem Zusammenhang erfolgt sie? Das bedeutet, nicht jedes Kratzen an der Menschenwürde ist schon gleich eine Verletzung. Weil in dem Moment, wo wir sagen, ja, das berührt schon den Kernbereich der Menschenwürde, dann gibt es keine Abwägung mehr. Also es muss schon eine gewisse Verletzungsintensität angenommen haben. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass wir nicht ein Lehrbuch haben können mit 25 gewichtigen Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen in dem Bereich, weil es eben die letzte äußerste Grenze ist, die nur dann herangezogen wird, wenn es wirklich notwendig ist.
Und das zweite ist der Verletzungszusammenhang. Das bedeutet, man muss auch immer schauen, in welchem Zusammenhang passiert das. Passiert das in einem rein privaten Zusammenhang? Passiert das beispielsweise auch in einer Öffentlichkeit? Dann sind vielleicht andere Funktionen der Menschenwürde mit betroffen. Und da wird es interessant im Fernsehen, wenn Sie von Wirkungszusammenhängen sprechen und sagen, wenn jemand als Geburtstagsparty eine Neuauflage von Big Brother für 2 Tage macht, braucht uns das nicht zu berühren. Passiert das im Fernsehen, müssen wir uns darüber unterhalten, ob das wegen des Wirkungszusammenhangs oder des Verletzungszusammenhangs möglicherweise schon eine Grenze überschreitet. Es gibt nicht viel, aber es gibt nicht medienbezogene Rechtsprechung, von der haben wir gehört. Das Bundesverfassungsgericht war klug in der sehr zurückhaltenden Anwendung von Artikel 1. Würde es das nicht tun, würde es genau dem Fehler obliegen, den wir gehört haben, der nicht passieren darf. Es würde anfangen, die Menschenwürde auszudefinieren. Und das widerspricht der Idee, dass die Objektformel sagt, es gibt zwar eine, man kann das bildlich fassen, was nicht passieren darf, aber es gibt eben keine abschließende Definition, was von der Menschenwürde erfasst wird. Weil wenn wir das machen, dann haben wir ja schon die Menschenwürde für andere, die nicht in dieses Bild fallen, entzogen. Aber eine, nicht ganz uninteressant, bezog eine inhaltliche, zwar nicht Fernsehen oder Telemedien, aber einen Film, Der Tanz der Teufel. Und auch da wird es Menschen geben, die sagen, wenn ich Tanz der Teufel anschaue, ist mir schon von der Art, wie der Film angelegt ist, völlig klar, das ist nicht ernst gemeint. Das ist gar nicht eine problematische Gewaltanwendung. Aber in der Tat wurde in dem Zusammenhang zumindest diskutiert, in der Entscheidung, ob das Verbot des Tanz der Teufel auch darauf basieren könnte, dass es im Grunde genommen nur um einen Spaß halber Abschlachten von Menschen in einer fortfolgenden Reihe geht. Ja, sie sind vom Teufel besessene Menschen, die sich dann auch selbst verstümmeln, um quasi den Teufel aus sich auszutreiben. Und da ist eben die Frage, ist das noch akzeptabel, wurde damals geurteilt, nein. Wenn schon im nicht medienbezogenen Bereich es kaum Rechtsprechung gibt, dann wird es Sie nicht überraschen, dass es in unserem Bereich, in der Medienkontext, noch weniger Rechtsprechung gibt und wenn überhaupt, es meistens erstinstanzlich geblieben ist. Fangen wir mal vielleicht in der jüngsten Zeit an, ohne dass ich auf den Fall im Einzelnen eingehe. Ich glaube, von dem werden wir heute noch mehr hören. Vielleicht haben Sie es gehört, die Auseinandersetzung um die Frage, ob eine bestimmte Folge oder bestimmte Folgen der Sendung Supernanny noch vertretbar waren oder nicht, die drehte sich tatsächlich um die Frage einer Menschenwürdeverletzung. Das ist aber nicht der erste Fall, in dem es tatsächlich auch vor Gericht um die Frage ging, ob eine Fernsehsendung über die Grenzen hinausging. Ich werde Ihnen 3 nennen. Die erste, und da ist vielleicht auch relativ eindeutig gewesen, war eine Berichterstattung. Das war das Einzige, was die Sache etwas schwieriger gemacht hat. Eine Berichterstattung ging es um Missstände in der Pflege. Und als Beispiel wurde ein 91-jähriger Mann gezeigt, der mit versteckter Kamera gefilmt worden war, also die Zustände in diesem Pflegeheim. Und der wurde von seinen Pflegern mit nassen Waschlappen geschlagen und auch mit Worten stark erniedrigt. Und die Schlüsselsequenz, die wurde mehrfach wiederholt. Während der Moderator den Film quasi angesprochen hat, lief die als Dauerschleife im Hintergrund. Im Film kam sie mehrfach vor und sie war auch, wenn ich mich richtig erinnere, im Trailer sozusagen zu der Sendung. Und da wurde gesagt, das Wiederholen, das Repetieren dieser Bilder vervielfältigt die Menschenwürdeverletzung, die sozusagen die Pflegerinnen an ihm ausgeübt hatten durch ihr Verhalten. Und das ist zumindest auf verwaltungsgerichtlicher Ebene auch gehalten worden, dass gesagt worden ist, in der Tat, das war nicht nötig. Diese wiederholte Darstellung, wenn sie überhaupt nötig war, jedenfalls nicht wiederholt, mit dramatischer Musik unterlegt, das war einer dieser klaren Fälle. Der zweite Fall, schon interessanter, weil das auch noch eine politische Meinungsbildungsaspekt hat. Schon der erste, da ging es eben um die Frage, braucht man das, um eine Berichterstattung zu untermalen? Der zweite ist, der von manchen von Ihnen kennen ihn vielleicht, APPD-Werbespot. Das ist eine politische Partei, die tatsächlich es geschafft hat, auch zugelassen zu werden und im Bundestagswahlkampf sich zu involvieren. Deren Ziel ist Anarchie, Pogo, also die anarchistisch Pogo-Partei Deutschland. Und der Werbespot, Wahlwerbespot, bestand aus einer Orgie von, ich benutze bewusst den Begriff Fressen, also eine Fress-Sauf-Orgie, sexuelle Implikationen waren darin, Drogen und laute Musik. Und letztlich ging es nur darum, dass der Partei
Chef zum Ausdruck bringen wollte, wären wir an der Macht, würden wir alle Regeln außer Kraft setzen. Ja? So, die Sender waren zurückhaltend darin, das zu zensieren, weil Wahlwerbung muss man sich grundsätzlich zurückhalten. Aber es gab einzelne Sender, die sich geweigert haben, den zu zeigen. Dann wurden sie natürlich vor Gericht gezerrt von der APPD, die sagen wollte, das dürft ihr nicht machen. Wir haben die inhaltliche Verantwortung für die Werbespots. Und da wurde gesagt, ja, aber nur bis zu der Grenze Menschenwürdeverletzung. Und in der Tat war diese Ansammlung von, entschuldigen Sie, Sinnlosigkeiten, um eine politische Botschaft zu transportieren, als unnötig erkannt worden und auch eine Verletzung. Der letzte, aber da müssen wir aufpassen, letztlich ist er nicht entschieden worden auf der Basis von Menschenwürdeverletzung, sondern auf der Basis normaler Jugendschutzvorschriften, aber er geht letztlich in die Frage der Menschenwürde hinein. Das bezog sich auf die Freakshow, ist auch schon wieder einige Jahre her, hat leider Jahre gedauert, bis der Fall ausgeurteilt war. Ist auch ein Problem, bis er ausgeurteilt war, gab es die Sendung nicht mehr, ähnlich wie jetzt bei Supernanny. Da war das Problem, das war eine Kopie des amerikanischen Formats Jackass, falls Sie das eher kennen vielleicht, weil es dazu mal einen Kinofilm gab. Also eine Truppe von jungen Männern, die relativ extreme, als Mutproben in Anführungszeichen gekennzeichnete Aktionen machen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, auf dem Skateboard eine Treppe runterfahren und mit dem Kopf voran gegen eine Wand, immerhin der Kopf noch in Schaumstoff eingewickelt. Und da war eben die Frage, ob bestimmte dieser Mutproben, obwohl immer stand, bitte machen Sie das nicht nach, ein Menschenbild zeichnen, was mit der Idee der Menschenwürde nicht mehr vereinbar ist. Beispielsweise einer hat sich branden lassen. Also der hat wie bei der Markierung einer Kuh mit einem heißen Signal sich markiert. Und das hat natürlich Konnotationen mit möglicherweise Holocaust, dass Markierung gab. Und deswegen wurde gesagt, das überschreitet eine Grenze. Aber wie gesagt, im letztlichen Verfahren wurde nicht auf die Menschenwürde-Vorschrift abgestellt. Das war nicht nötig. Dazu gab es genug andere Vorschriften innerhalb des § 4 JMStV, über die man vorgehen konnte. Und andere Konstellationen, an denen es diskutiert wurde, aber letztlich nicht durchentschieden bei Gericht, Ultimate Fighting, diese ich weiß nicht, ob man das Kampfsportart nennen darf oder ob man es einfach Verprügelungsorgien nennen soll. Ob das gezeigt werden darf oder nicht. Und vor Supernanny Erwachsene auf Probe, bei der die Frage war, ob man Kinder sozusagen vor die Kamera dann oder junge Menschen vor die Kamera zerren kann, die vielleicht noch nicht ganz genau wissen, wie man mit kleinen Kindern umgeht, die also quasi auf Probe Eltern sein sollten. Also Sie sehen, es gibt Konstellationen, aber sie sind relativ selten und wenn sie durchentschieden worden sind, hat es sehr lange gedauert, so dass wir nicht wirklich sagen können, wir haben eine ausgeurteilte Basis. Ich versuche es mal ein bisschen zu kategorisieren. Es ist nicht eine Garantie, dass diese Kategorisierung so hält, aber sie knüpft an die allgemeine Rechtsprechung in dem Bereich, was sicherlich sinnvoll ist, und versucht es dann nutzbar zu machen im Bereich der Medien. Und das wäre eben, dass wir sagen, wir nehmen diese drei Kategorien. Zunächst einmal der Schutz derer, die an einer Sendung, sei es im Fernsehen oder an einem beispielsweise einem Videoclip online, beteiligt sind. Wie wir schon gehört haben, ist das Problem, wenn ich die Menschenwürde, den Schutz der Menschenwürde benutze als Argument, dass jemand, der an einem bestimmten Geschehen teilnimmt, Zwergenweitwurf oder Big Brother, wenn wir jetzt ins Fernsehen gehen, dann stellt sich sofort die Frage, ist das nicht für sich genommen paternalistisch, dass der Staat vielleicht die Menschenwürde dieser Person, die sagt, ja, aber ich will das gerade, das Ausdruck meiner Menschenwürde, dass ich bei einer solchen Sendung mitmachen kann, überstimmt, wegnimmt. Und deswegen ist in der Tat das entscheidende Element, ob oder ob nicht das freiwillig geschieht. Und das ist nicht einfach zu beantworten, das ist nicht banal. Denn die Frage der Einsichtsfähigkeit hat oft bei diesen Sendungen eine Rolle gespielt. Also, ein 37-seitiger Vertrag genügt die Vorlage dessen, wie viel Zeit und Erklärung muss ich jemandem geben? Wie ist es, wenn es ein Erwachsener ist, bei vollem geistigen Bewusstsein? Wie ist es bei jemandem, der vielleicht einen niedrigeren Intelligenzquotienten hat und dem man das vielleicht anders erklären muss? Könnte man da Kategorien bilden, die sagen, wie man die Gültigkeit der freiwilligen Einwilligung der Teilnahme messen kann oder nicht? Ist schwierig. Schwierig, sicherlich leichter zu beantworten, wenn es sich um Kinder handelt, die noch nicht volle Einsichtsfähigkeit haben oder beispielsweise um Personen mit einer geistigen Behinderung. Bei einem Erwachsenen, der sich zum Clown macht oder im schlimmsten Falle wesentlich mehr als nur zum Clown, ist es schon
schwieriger zu beantworten. Aber Sie haben wahrscheinlich alle dieses Störgefühl schon gehabt, was Sie auch erwähnt haben, wo man sagt, so richtig wohl fühle ich mich nicht, weil die Person, die da steht, die hat möglicherweise eingewilligt, dass sie da steht, aber die hat überhaupt keine Vorstellung, was das bedeutet, wenn morgen 2,5 Millionen Menschen diesen Auftritt so erlebt haben. Also das ist das, die eine Schwierigkeit, wie man das Kriterium der Freiwilligkeit und oder Entscheidungsfähigkeit erwähnen kann. Das zweite ist, und das ist glücklicherweise schon im Detail dargestellt worden, kann es überhaupt sowas geben wie einen Grundrechtsschutz gegen sich selbst? Ist das überhaupt sinnhaftig, dass wir sagen, wir schützen deine Grundrechte, indem wir sie gegen dich schützen? Oder ist das nicht schon für sich genommen ein Widerspruch? Diese Piepshow-Logik, die Piepshow-Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts ist massiv angegriffen worden, zu Recht aus meiner Sicht, massiv angegriffen worden, weil da wurde gesagt, das ist uns völlig egal, was die Frauen sagen, die da tanzen. Es ist völlig egal. Wir als die Richter am Bundesverwaltungsgericht in den 60er Jahren oder 70er Jahren war es, glaube ich, wir entscheiden für euch, was gut und schlecht ist. Das ist natürlich in der Tat problematisch gewesen, aber möglicherweise gibt es eben einen Moment, an dem es kippt. Aber dann kippt es nicht wegen des Teilnehmerschutzes, sondern wegen der anderen Kategorien, auf die ich gleich komme. Zweite Kategorie ist der Rezipientenschutz. Der Rezipientenschutz bedeutet also der Zuschauer. Auch das ist nicht ganz einfach. Ein Zuschauer, der sich bewusst hinsetzt und sagt, ich will einen 90-minütigen Film sehen und merkt, dieser Film wird grausamer, gewalttätiger, ist nicht das, was er sich vorgestellt hat, hat er immer noch die Möglichkeit auszuschalten. Also wird es wohl nicht genügen, wenn die sozusagen menschenwürde-relevanten Szenen über einen längeren Zeitraum sich aufbauen. Wenn die Frage der Verletzung sich erst im Gesamtkontext stellt, dann wird es eher schwierig. Hingegen, wenn es Szenerien sind, beispielsweise die Top 10 der Enthauptungen, ja, und jede dieser Clips dauert eine Minute und es ist egal, an welcher Stelle Sie reinschalten, die Konfrontation mit dem Bild ist unmittelbar. Und der Rezipient muss vor diesem Moment der Konfrontation mit einem Bild, das gegen unsere Idee der Menschenwürde verstößt, bewahrt werden. Aber wo liegt da die Grenze zwischen den beiden? Schwierig. Im Bereich der Telemedien sehr viel relevanter, denn im Bereich der Telemedien haben wir das viel mehr. Wir haben viel mehr Kurzclips. Die Jugendlichen von heute, die zappen sich einmal durch. Die gucken, was gibt es für neue Filmchen. Und dann gibt es auch keinen Vorspann und keine Einleitung. Dann ist sofort Tacheles. Und das bedeutet, in dem Moment, wo Sie angeklickt haben, sind Sie schon mit der vollen Geschichte konfrontiert. Und deswegen könnte es im Bereich der Telemedien vielleicht schneller relevant werden als, sagen wir mal, im klassischen Fernsehprogramm, wo eine Reaktionsfähigkeit gegeben ist, wo man sagen kann, ich hatte nicht nur die Vorwarnung, dass es vielleicht ein nicht für alle geeignetes Programm ist, also sprich unter 16 vielleicht nicht geeignet, sondern ich habe auch noch dann die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Und die letzte, das ist in der Tat die schwierigste Kategorie, aber da schlägt eben der Teilnehmerschutz dann möglicherweise um in die Kategorie, die Menschenwürde ist Ausdruck der objektiven Werteordnung. Das Verfassungsgericht hat uns noch nicht gesagt, was das genau heißt, aber es hat gesagt, es ist so. Und weil es so ist, müssen wir uns damit auseinandersetzen. Diese Kategorie, die ist mit Sicherheit in unserem Kontext die relevanteste, weil gegen den Teilnehmer zum Schutz des Rezipienten ist immer schwieriger, als wenn man sagt, es gibt bestimmte Inhalte, die laufen unserem Bild der Menschenwürde als Ausdruck der objektiven Werteordnung entgegen. Wir wollen nicht definieren, was die objektive Werteordnung ist, weil dann sind wir wieder in der Definitionsfalle. Aber wir wollen feststellen, es gibt so etwas. Das Problem ist, es sind am Ende einige Männer und Frauen, die ultimativ, wenn es zu einem Konflikt kommt, darüber entscheiden werden müssen, das Bundesverfassungsgericht. Aber das ist ja nicht der einzige Bereich, an dem es so ist. Es ist ja nicht nur etwa so, dass das nur im Bereich der Menschenwürde so ist, sondern bei verfassungsrechtlichen Streitigkeiten, bei grundrechtlichen Abwägungen auch, ist es immer am Ende das Bundesverfassungsgericht, das eine Entscheidung fällen muss. Geschmacklosigkeit alleine genügt nicht. Also wenn man so argumentieren würde, sagen würde, ja, nee, das brauchen wir nicht, das geht nicht. Ja. Es muss an die Grenze dessen gehen, was mit einem liberalen Verständnis, mit einem selbstbestimmten Verständnis eines Menschenbildes nicht mehr vereinbar ist. Fragen Sie mich nach der Antwort, kann ich sie nicht geben. Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir müssen anerkennen, dass es diesen Moment gibt. Und wir müssen versuchen, uns dem anzunähern, wann ist dieser Moment erreicht. Und es gab viele Versuche, diese äußerste Grenze festzulegen. Die Big Brother-Gutachten, da gab es zahlreiche im Jahr 2000, 2001, haben sich versucht, aus unterschiedlichen Perspektiven anzunähern, zu sagen,
am Beispiel, ja, hatte man ein konkretes Beispiel, an diesem Beispiel arbeiten wir ab, warum oder warum nicht ein Verstoß gegen dieses Menschenbild, wie es im Grundgesetz niedergelegt ist, gegeben ist. Und seither gab es verschiedene Versuche, unter anderem ist vor, glaube ich, 3 Jahren, haben die Landesmedienanstalten ein Gutachten in Auftrag gegeben, das untersuchen sollte, wie kann man diese Rechtsgrundlagen, die ich Ihnen erwähnt habe, wie kann man die im Tagesgeschäft, im Rundfunk- und Telemedienbereich handhabbar machen? Meine Kollegin Nadine Klass hat das Gutachten erarbeitet, ist sehr lesenswert, bezieht sich auf die früheren Big Brother-Gutachten, so dass also auch das eine Aktualisierung ist, ist jetzt natürlich 3 Jahre alt, also bezieht nicht mehr die jüngsten Dinge wie Ultimate Fighting und Supernanny ein. Aber dort wurde versucht, und das ist jetzt eine Zusammenschau aus Ihrem Gutachten und verschiedenen anderen, bestimmte Konstellationen zu finden, bei denen die Menschenwürde dann als mögliche Verletzung von Kategorie 4 problematisch ist. Auch da, das ist nicht bundesverfassungsgerichtlich abgesegnet, aber das könnten Fallkonstellationen sein, die problematisch werden. Einer der Stichworte, der genannt worden ist, ist die zunehmende Kommerzialisierung des Menschen. Ist es nicht ein Verstoß gegen das Selbstbild der Menschen oder unserem Verständnis der Menschenwürde, dass der Mensch nicht mehr wegen des Menschseins ist, sondern weil er einen gewissen kommerzialisierbaren Wert hat. Sprich, wenn der Preis nur groß genug ist, mache ich jeden Unfug mit. Notfalls schneide ich mir auch meinen Finger ab, weil ich dann für den Rest meines Lebens ausgesorgt habe. Und da wird man sicherlich argumentieren können, etwa mit der Rechtsprechung zur Frage der Organspende, dass eine Kommerzialisierung des Menschen jedenfalls vom Bundesverfassungsgericht äußerst kritisch gesehen wird. Auch wenn es eine Selbstkommerzialisierung ist. Zweiter Fall, und der wird letztlich aufgegriffen in der Formulierung Jugendmedienschutzstaatsvertrag, wenn der Mensch zur Schau gestellt wird. Das bedeutet, er wird in eine bestimmte Konstellation gesetzt und dann aber nur noch lächerlich gemacht. Wenn er oder angeprangert, im Zusammenhang mit den Talkshows ist das etwa häufiger passiert, dass die Personen eingeladen wurden, zu einem Thema zu sprechen, aber es klar war, sie werden in eine bestimmte Ecke gedrängt, wenn sie bestimmte Aussagen tätigen und dann werden sie angeprangert für das, was sie sagen. Obwohl man vorher vermutlich, das ist natürlich mündlich geschehen, sie damit gelockt hat zu sagen, erzähl doch mal von diesem Erlebnis. Wie konntest du so etwas machen? Also zur Schaustellung, Anprangerung lächerlich machen, das kann an die Grenze gehen. Wichtiger Bereich, wenn die Selbstbestimmung beeinträchtigt wird, also sprich, wenn ausgenutzt wird, dass es zum Kontrollverlust kommt, wo man eben nicht mehr sagen kann, ja, aber die Person wusste doch, was sie tut. Illustratives Beispiel, ist nicht vor Gericht gegangen, ist aber auch von der Medienaufsicht aufgegriffen worden. Man erfährt vom Tod, beispielsweise im Unfalltod einer Person, fährt nach Hause zur Familie, noch bevor die Polizei dort ist, klingelt an der Tür und sagt, wissen Sie schon das? Egal wie die Person reagiert, sie kann das nicht unter einer normalen Entscheidungsfähigkeit gemacht haben. Das bedeutet, das Ausnutzen dieser Situation ist das zur Schaustellen der Person oder aber das Ausnutzen, dass sie die Kontrolle in diesem Moment nicht hat. Ja? Das wurde mal gemacht mit einer Mutter in Italien, so viel schlimmer ist es mal gemacht worden, da wurde vom Suizid gesprochen. Ja? Also wir sind gerade Zeuge geworden, wie ihr Sohn von einem Haus gesprungen ist. Wussten Sie, dass das kommt, so ungefähr. Ja? Das ist natürlich eine Grenze, die jedenfalls glaube ich, wenn sie zu einer verfassungsrechtlichen Streitigkeit gehen würde, auch gehalten werden würde als Menschenwürdeverstoß. Ähnliches bei Intimsphäreverletzungen. Natürlich nicht, wenn jemand sagt, ich öffne meine Intimsphäre. Wenn jemand in einem pornografischen Film mitmacht, der alle Details zeigt, ist das eine Sache. Aber wenn das passiert, ohne dass die Person es weiß, beispielsweise, weil sie in eine Situation gebracht wird und dann denkt, jetzt wäre sie nicht mehr on air und macht gewisse Dinge und hinterher stellt sich heraus, sie ist doch on air. Da gibt es diese aus der Persönlichkeitsrechtsprechung stammende Sphärentheorie, wo gesagt wird, es gibt so einen unmittelbaren Kern um einen herum, der berührt dann auch die Menschenwürde. Und wenn in diese Intimsphäre eingegriffen würde, wäre das auch ein Problem. Und Gewaltdarstellung hatten wir auch schon. Nicht jede Gewaltdarstellung, auch nicht jede schlimme Gewaltdarstellung, aber extreme Gewaltdarstellung. Und da könnte zum Beispiel, das ist gerade im Ausland in verschiedenen Staaten Thema, die Frage, darf ich die Enthauptung einer Geisel durch den IS im Vollbild zeigen, ja oder nein? Ist das nötig zur Berichterstattung, um die Dramatik dieser Situation zu demonstrieren? Oder genügt es, wenn man es verpixelt macht oder wenn man es gar nicht macht und einfach sagt, eine Geisel ist enthauptet worden? Das wäre also die Frage der Gewaltdarstellung. Welche Konsequenzen hat dieser Befund? Und dann wage ich auch eine kleine Bewertung, wie wir damit umgehen können. Das erste ist, und auch das kann ich nur wieder aufgreifen,
Die Konsequenz ist, wenn wir in einer der genannten Kategorien zum Ergebnis kommen, die Menschenwürde ist betroffen, dann ist sie auch verletzt. Weil es eine Schutzpflicht gibt, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie ist zu achten und zu schützen, bedeutet es, dann müssen sowohl die Anbieter, die mit diesen Bildern auf Sendung gehen wollen, als auch gegebenenfalls die Aufsicht, sei es Selbstkontrolleinrichtung oder später dann die hoheitlich geschaffene Aufsicht, müssen dagegen vorgehen. Es gibt keine Option. Es ist nicht so, dass man sagen kann, man kann das abwägen und sagen, wegen eines überragenden anderen Interesses, es gibt eine Schutzpflicht. Und diese Schutzpflicht geht so weit, dass man wird sagen müssen, untätig bleiben, auch von Privaten, die normalerweise nicht unmittelbar natürlich an die Grundrechte gebunden sind, wird nicht funktionieren, weil der Staat dem Untätigbleiben nicht zuschauen darf. Da muss er gegebenenfalls selbst agieren. Zweiter Punkt, den ich erwähnen will, ist das ein deutscher und in Anführungszeichen Sonderweg? Ist das eine Besonderheit Deutschlands? Kommt man ja öfter mal auf die Idee. Wir haben gehört, die historischen Hintergründe, die Ewigkeitsgarantie, die Würde des Menschen ist nicht nur unantastbar, sie darf auch niemals geändert werden. Kernbereich unserer Verfassung, neben der Aufteilung der Bundesrepublik Deutschland in den föderalen Staat und einige andere Dinge wie die Demokratie. Ist das eine Besonderheit der deutschen Nachkriegsgeschichte? Ist es nicht. Ich habe Ihnen die Rechtsgrundlagen gezeigt. Oberster Wert der europäischen Grundrechteverfassung im nicht technischen Sinne, also der Grundrechtecharta der Europäischen Union, ist die Würde des Menschen. Auch diese ist unantastbar. Das Einzige, was es nicht gibt, ist eine Ewigkeitsgarantie. Aber nicht nur das, es gibt auch konkrete Fälle. In diesem Jahr entschieden in der Slowakei, fast eine Parallelkonstellation zu Supernanny, eine Familie, eine Reality-Scripted Show, einer Familie dargestellt worden, bei dem das eine Kind behindert ist und sich nur sehr schwer artikulieren kann, sodass es untertitelt wurde. Soweit die Darstellung eines schwierigen Familienalltagslebens, bedingt durch die Krankheit des Kindes. Tatsächlich gab es aber eine Stimme aus dem Off, die den Kontext immer ins Lächerliche gezogen hat. Die das Kind hat lächerlich aussehen lassen, unter Weglassen der Tatsache, dass es ein Krankheitsergebnis ist. Und das ist von der Aufsicht in der Slowakei angegriffen worden. Es gab Geldbußen, es ist gerichtlich angefochten worden, ist gehalten worden. Also, wenn man so will, ist das nichts Besonderes, dass wir das hier in unserer Medienrechtsordnung haben. Das gibt es auch anderswo. Und ich möchte Ihnen zwei Urteile, wie versprochen, des Gerichtshofs der Europäischen Union auch nennen. Nicht im Detail, aber Sie sollten sie wenigstens gehört haben. Sie betreffen beide Deutschland und sie betreffen beide die Frage Menschenwürde und oder Jugendschutz. Wissen Sie alle, was ein Laserdrome ist oder diese Paintball-Spiele, aber nicht mit Paintball, sondern mit Laserpointern? Das ist auch ungefähr 15 Jahre her, dass die aus dem Vereinigten Königreich nach Deutschland schwappten oder jedenfalls vorhatten, hier diese Hallen aufzumachen, wo man Geld bezahlt und dann zum Spaß sich gegenseitig erschießt. Der schneller ist, kriegt halt die Punkte und so weiter. Und da hat das deutsche Verwaltungsrecht, die Ordnungsbehörden gesagt, das geht nicht. Das da ist nicht erlaubt, weil zum Spaß Menschen erschießen, auch wenn es nur virtuell ist, verstößt gegen unser Bild der Menschenwürde. Und der Anbieter, der das machen wollte und diese Halle nicht öffnen durfte, der hat dagegen geklagt und es wurde vorgelegt an den Gerichtshof der Europäischen Union, denn der benutzte Einrichtungen aus Großbritannien, also aus dem Vereinigten Königreich und auch Know-how. Und damit waren die Grundfreiheiten betroffen. Und der Gerichtshof hat das penibel durchgeprüft und hat gesagt, erstens, die Menschenwürde ist nicht nur ein deutsches Ausdruck der deutschen Rechtsordnung, die kennen wir überall in Europa. Zwar in unterschiedlichen Konstellationen, aber wir kennen sie überall in Europa. Zweitens, was die Menschenwürde ist, ist eines der schwierigsten Dinge festzulegen. Und deshalb drittens, wenn die Deutschen ein anderes Verständnis von Menschenwürde haben als die Briten, und die Briten keinen Menschenwürdeverstoß darin sehen, wenn man sich zum Spaß erschießt, die Deutschen doch, haben wir kein Problem damit. Dann ist das eine Ausnahme zu den Grundfreiheiten, die normalerweise sagen würden, was einmal legal in einen Markt in Europa gebracht worden ist, darf auch anderswo angeboten werden. Das nicht. Wenige Jahre später, Dynamic Medien, DVDs importiert aus England mit einer Alterskennzeichnung der englischen Klassifizierungsbehörde BBFC ab 15 Manga-Comics. Ein schlauer junger Unternehmer wollte das über eine Website vertreiben in Deutschland, hat sich keine FSK-Kennzeichnung geholt. In Deutschland ist Versandhandel nicht erlaubt mit nicht gekennzeichneten Datenträgern. Ist von einem Wettbewerber angegangen worden. Ich muss hier die FSK-Kennzeichnung holen, der macht das nicht, geht nicht. Wieder EuGH vorgelegt worden, EuGH hat gesagt,
Es gibt unterschiedliches Verständnis davon, welche Jugendlichen was ertragen können. Und letztlich steckt dahinter eben das unterschiedliche Menschenwürdebild. Und deswegen kein Problem, wenn die Deutschen das verlangen, dass ein deutsches FSK-Zeichen drauf ist, ist das in Ordnung. Wir haben einen gemeinsamen Binnenmarkt für Videofilme, aber wir haben keinen gemeinsamen Jugendschutz- und Menschenwürdemarkt. Insofern keine Besonderheit in Deutschland. Welche Probleme, und damit nähere ich mich dem Ende, welche Probleme gibt es nun konkret bei der Anwendung der Menschenwürdevorschrift im Medienkontext? Das erste ist, wir haben es immer mit Grenzfällen zu tun. Es ist eben nicht so gemütlich, dass man sagen kann, klar und klar, sondern es ist immer ein Grenzfall. Und zwar deshalb, weil, wenn er einschlägig ist, wenn wir also zum Ergebnis kommen, es ist ein Grenzfall, bei dem die Menschenwürde berührt ist, dann ist die Rechtsfolge klar. Deshalb muss man zurückhaltend sein, damit vorschnell zu sagen, auch als Politiker sollte man zurückhaltend sein, ganz klar, das ist ja ein Menschenwürdeverstoß noch und nöcher. Das sollte reserviert bleiben für einige wenige Anwendungsfälle. So ist es konstruiert. Zweites Problem ist, ich darf es nicht definieren. Also jedenfalls nicht durchdefinieren. Ich kann mich nur annähern. Das ist immer unbefriedigend. Schöner wäre es, ich könnte einen Kommentar aufschlagen und sagen, okay, wir haben ja eine Konstellation, da geht es um Gewalt, um Sexualität und dies und jenes. Ist das eine Menschenwürdeverletzung? Würde die Sache einfacher machen, würde sie handhabbarer machen, geht nicht. Wir können uns nur mittels der Kategorien, die ich genannt habe, dem annähern. Andererseits muss man auch festhalten, solche Probleme mit unbestimmten Rechtsbegriffen, das ist nichts Neues. Das ist nicht der einzige Bereich, in dem wir haben. Das Sicherheit im Umwelt- oder im Energiebereich sind viele Begrifflichkeiten in der Verwendung, die auch nicht klar durchdefiniert sind. Das ist der Rechtsordnung immanent und in manchen Fällen nur deshalb unbefriedigend, weil eine gerichtliche Klärung eben nicht in einem Jahr, auch nicht in zwei Jahren, wenn es bis zum Verfassungsgericht geht, eben manchmal in 5 oder 7 Jahren erst erreicht werden kann, je nachdem, ob noch der Umweg über Luxemburg gemacht wird. Und das ist natürlich unbefriedigend, aber es ist nicht eine Besonderheit fürs Medienrecht. Und last but not least, und ich knüpfe damit auch an die Frage an, die bereits aus dem Publikum gekommen ist, es stellt sich natürlich hier auch die Frage, und wer darf diese Annäherung im konkreten Fall nun machen? Gibt es in der besonderen Konstellation, die wir in Deutschland haben, dass wir nicht nur eine Aufsicht über die Medien haben im Bereich des Jugendschutzes, sondern eben auch Selbstkontrolleinrichtungen, gibt es da möglicherweise einen Bereich, in dem zunächst einmal die Selbstkontrolleinrichtung alleine für den Sender, für das Medienangebot beurteilen kann, ob oder ob nicht eine Menschenwürdeverletzung liegt? Oder ist es nicht so, dass wegen der Schutzpflicht des Staates die Aufsicht, die hoheitliche Aufsicht, gar keine Wahl hat, als selbst im Falle eines Menschenwürdeverstoßes tätig zu werden? Die Entscheidung bezüglich Supernanny geht in die Richtung der zweiten Argumentation. Nach allem, was man aus der verfassungsgerichtlichen Interpretation ableiten kann, wird es nichts anderes geben können als genau dieses. Die hoheitliche Aufsicht kann nicht zurücktreten, wenn sie der Meinung ist, das Selbstkontrollsystem versagt in dem Bereich der Menschenwürdeverletzung. Aber, um es positiv zu wenden, es wird sicherlich Möglichkeiten geben, ein System auszugestalten, in dem zwischen Sendern und Selbstkontrolleinrichtungen ein Verfahren ausgearbeitet wird, was zumindest den letztlich von einer Entscheidung Betroffenen, nämlich den Anbieter, davor schützt, konfrontiert zu werden damit, deine dich bewertende Selbstkontrolleinrichtung lag falsch. Also insofern wird vielleicht eine Verantwortungsverschiebung von Anbieter zu Selbstkontrolleinrichtung in dem Sinne gehen, dass dann nicht mehr auf den Anbieter durchgegriffen werden kann, auch bei einer angenommenen Menschenwürdeverletzung. Stand der Rechtslage heute nein, aber das ist sicherlich ein Entwicklungspotenzial, das man machen kann, ohne mit der Schutzverpflichtung des Staates in Konflikt zu geraten. Was bleibt? Es bleibt die Einzelfallentscheidung. Der ein oder andere von Ihnen, habe ich gerade gehört, ist auch Prüfer im Tagesgeschäft. Und in der Tat wird nichts anderes möglich sein, als im Einzelfall zu diskutieren, ob man in der Summe dieser Konstellation, die ich genannt habe, an einem Punkt ist, an dem man annehmen wird müssen, es handelt sich um eine Menschenwürdeverletzung. Trösten Sie sich damit, es ist nicht oft relevant. Es bleibt das letzte Schwert. Sicherlich im Telemedienbereich wesentlich häufiger als im Fernsehbereich, weil es im Telemedienbereich weniger starke Kontroll- oder weniger ausgeprägte, weniger Erfahrungswerte gibt im Bereich der Kontrolle als im Fernsehbereich. Aber es ist eben das letzte Schwert, bewusst martialisch ausgedrückt, was wir haben, um bestimmte Inhalte zu verbieten.
Und das Einzige, was man machen kann, und dazu dient eine Veranstaltung wie die heutige aus meiner Sicht, ist, dass die Rolle der Einrichtung, der Selbstkontrolleinrichtung in diesem Bereich und auch die Rolle der hoheitlichen Aufsicht in diesem Bereich näher ausgestaltet wird, näher klargemacht wird und man das Gespräch miteinander sucht. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Da ergeben sich für uns natürlich eine Reihe von Ansatzpunkten und Fragen, die wir wahrscheinlich jetzt angesichts des Kaffees nicht alle klären können. Also gerade natürlich der Punkt, den Sie genannt haben, wie ist es denn, wenn die Selbstkontrolle entscheidet für den Sender und die Aufsicht der Meinung ist, es ist ein Verstoß, dann würden Sie sagen, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Sache kann die Aufsicht ruhig anders entscheiden, weil sie sagt, das sehen wir aus diesen und jenen Gründen anders. Aber es geht jetzt nicht darum, solange man es innerhalb eines bestimmten, wie soll man sagen, Rahmens macht. Also es gibt da sicherlich Grenzen, da würde man sagen, also liebe Jungs, das könnt ihr nicht machen. Solange das innerhalb eines bestimmten Rahmens geht, könnte man sagen, wir kommen objektiv zu einem anderen Ergebnis, aber im Grunde bleiben die Konsequenzen sozusagen aus. Ist das ungefähr das, was ich... Insbesondere die Konsequenzen gegenüber dem Anbieter. Das bedeutet, das Problem ist in der aktuellen Rechtslage, aufgrund der Schutzverpflichtung wird eine Aufsicht keine... Sie kann es übersehen, aber wenn sie es sieht, dann hat sie keine andere Wahl, als zu handeln und kann nicht sagen, weil wir eine Konstruktion haben, in der wir ein Selbstkontrollsystem haben, überlassen wir diese Entscheidung jemand anders. Wenn die Aufsicht zum Ergebnis kommt, anders als die Selbstkontrolleinrichtung, es liegt eine Menschenwürdeverletzung vor. Ob sie zu diesem Ergebnis kommt, ist eine ganz andere Frage und wie sie zu diesem Ergebnis kommt. Aber wenn es so wäre, wenn also gesagt worden wäre, von der Selbstkontrolleinrichtung, wenn es damals diesen Weg gelaufen wäre, Big Brother ist per se als Sendeformat keine Menschenwürdeverletzung. Und die hoheitliche Aufsicht wäre der Meinung gewesen, es wäre eine, dann hätte sie agieren müssen. Sonst wäre sie im Verstoß gegen die Schutzverpflichtung aus dem Grundgesetz. Und um dieser unbefriedigenden Situation Herr zu werden, darauf deutete sozusagen mein Blick in die Zukunft, ist die Frage, wie man das prozedural so ausgestaltet, dass zumindest der Anbieter sich sicher fühlen kann, wenn er gesagt bekommt, das ist nicht nur in den normalen Jugendschutzbestimmungen d'accord, sondern es ist auch d'accord mit der Menschenwürde-Schutzverpflichtung.